Eisen müsstest du noch mehr als genug finden können, Junge. Ja. Gut, was wollte ich? Ach ja, Kinder sind alle fertig. 1, 2, 3, 4. 10, ja, sind auch alle hier. Gut, dann erstmal die nächste Kinderschar. Ja. Das sind 3, das sind 4, 5 und 6 hier unten. Mit denen hier oben sind es dann wieder 10. Jo, das ist genau aufgegangen. Wie steht es eigentlich um meinen Bauarbeiter hier unten? Der ist noch fleißig dabei, Straßen zu bauen. Er kommt ja auch immer weiter. Okay, dann machst du mir erstmal den Waffenschmied. Stellst da die neuen her, dann switche ich dich wieder um. Holz- und Eisenwerkzeuge haben wir mehr als genug gerade. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Schwertkämpfer. Ja, meine beiden Träger müssen dann demnächst mal mehr Gold ranbringen. Habe ich gerade Bier gesagt oder Gold? Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Ah. Ich meinte natürlich mehr Gold. Ah, die Straße ist fast fertig. Dann fehlen noch die Straßen hier oben. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Ja, und dich kann ich einfach mal hier rüber verlagern. Es können nämlich, soweit ich weiß, 3 Träger hier arbeiten, genau. Das ist dann wahrscheinlich etwas effizienter. Oh, es ist sogar noch ein bisschen Eisenerz hier oben. Ich glaube nicht, dass er das da unten abbaut. Okay, Möbel haben wir jetzt mittlerweile genug. Du kannst also wieder Holz fällen. Oh, der Lehmklumpen von hier oben ist unten ist verschwunden. Das ist gut. Oh, unser Jäger hat fast keine Nahrung mehr. Liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass wir jetzt wieder viele Kinder gerade machen, kriegen. Die brauchen halt Nahrung.
Also 10 Kinder können. 10 Kinder, 10 Zivilisten können wir auf jeden Fall jetzt ausrüsten. Oder besser gesagt noch upgraden. Bis jetzt haben wir ja nur 15. Also ja, 30 und 15 dürften reichen. Also 15 Bogenschützen, 30 Nahkämpfer. Damit wir hier einmarschieren können. Die Maya haben jetzt hier wirklich bisschen stärkere Kampftruppen. Gerade was Bogenschützen angeht und dazwischen sind auch. Gut, es sind Speerträger. Speerträger sind jetzt nicht so stark. Weil es ja die in Anführungszeichen günstigste Einheit ist. Aber. Ja. Aufgewertet sollte man sie trotzdem nicht unterschätzen. Jo. So, wie sieht's hier mit Geschirr und so aus? Ja, Lehmklumpen werden wieder aufgefüllt. Geschirr dürfte auch noch genug vorhanden sein, ja. Eier. Ja. Was tut? Euch hier reinschicken. Gucken, wir haben keine Kinder mehr. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen warten. Bis unser Waffenschmied da fertig ist, dass er dann Rüstungen schmieden kann. Und erst wenn wir ihn umgestellt haben. Ach, er unterhält sich gerade, das muss er auch mal. Ölfläschchen sind noch ein bisschen vorhanden. Schuhe sehen okay aus. Das heißt, du kannst ja, ja. Jetzt wieder jagen gehen. Ja, Töpferei ist alles okay. So, du hast da hergestellt. Ja, ja. Dann Rüstungsschmied. Ey, cool, wir haben genau ein Schwert zu viel, als wie wir brauchen. Ja, als wie wir brauchen, als wir brauchen. So, Rüstungsschmied muss jetzt. Holz suchen. Ach, da nimmt er einfach das Holz, was hier gerodet wurde. Auch gut. Achso, dir sind die Ressourcen ausgegangen. Ja. Dann schmelz mal bitte wieder. Die
40 Eisenerz ein. So, unser Straßennetz wird immer besser. Unsere Rüstungen kommen dann auch rein. Dann haben wir auch genug Rüstungen. Wenn er genau 9 hinkriegt. So, er holt Eisen, um daraus Rüstung zu machen. Das heißt, wir können jetzt unsere letzten 5 Kinder kriegen. So, und die hier ausrüsten. Schwertkämpfer mit Pia. Schwertkämpfer mit Pia ausrüsten und upgraden. Und Schwertkämpfer hier ausrüsten und upgraden. So, Pia ausrüsten. Aus. Aus. So, und jetzt müssen wir warten, bis Rüstungen geliefert werden. So. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Kommt wieder Leben zusammen, das ist auch gut. Werkzeugschreiner kann auch trainiert werden. Ja, Eisenwerkzeuge nehmen doch langsam ab. Dafür sind jetzt alle 5 Kinder da. Ich habe keine Ahnung, wie wir am besten einfallen sollten. Ich würde eigentlich sagen, eher hier durch einfallen. So, 5 Eisenrüstungen brauchen wir noch. So, Möbelwerkstatt steht schon eine Weile leer. Wir haben aber gerade genug Möbel. Wir haben auch mehr als genug Mehl. Und mehr als genug Weizen. Ja, zwischendurch mal wieder sicherheitshalber speichern. Unser Eisenschmelzer versorgt jetzt die Schwertschmiede mit Eisen, weil wir zu viel Eisen haben und er es nicht hier einlagern kann.